Hallo liebe Star Wars Fans und natürlich auch Hobby-Modellbauer. Heute geht es um die 19. Ausgabe von Bau des Millenniums Falcons. Und die letzte Ausgabe war wirklich sehr angenehm und sehr beruhigend auf mich. Also wirklich keine großen Ausraster von mir. Bin sehr stolz auf mich. Und jetzt hier eben mit Ausgabe 19 geht es hier weiter. Ihr seht schon wieder Komponenten für den Rumpf und Unterseite und weitere Teile für den Korridor. Ja, und in dem Heft ist drin Notfallausrüstung und Besuch auf Geonosis. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal das schöne Teil auf und gucken mal an, was uns alles hier schon jetzt enthalten ist. Mit einer Folie und hier eben dann die Modellbauteilchen, die wir erst später angucken. Und jetzt haben wir hier in einem rosa gehaltenen Magazin Bau der Millennium Falcon Nummer 19. So schaut es aus. Mit der kompletten Draufsicht von dem Millennium Falcon, richtig cool. Und ich würde mal sagen, wir gehen wieder ins Innere dieses Magazins und gucken uns das mal gemeinsam an. Okay? Ja! So, hier haben wir nun Bau dem Millennium Falcon Nummer 19 und hier Notfallausrüstung und Besuch auf Geonosis. Und wir schlagen jetzt einfach hier mal auf. Und da haben wir jetzt die Ausgabe 19 zu sehen. Und hier haben wir dann den Kyhn Sejar BTL BY Sternenjäger. So schaut er aus. Sehr schön, sehr schön. Und da ist aber nicht das gleiche Schiff, wie man eigentlich kennt aus den Alpha, den Y-Wing, sondern ein anderer Jäger ist das. Und es schaut eher so aus, als ob es von den Klonpiraten noch, also Klonpiloten, hier steht es auf, Klontruppen noch ist. Und, aber irgendwie habe ich von diesem Schiffchen noch nie wirklich was gesehen, noch gehört. Okay, hier Besuch auf Geonosis. Hier eben mit dem Boba Fett, zumindest mit dem Jango Fetts Schiff, die Slave One. Und hier haben wir die Notfallausrüstung mit, wo der C-3PO und die Kabel gewickelt ist. Und jetzt haben wir hier eben noch weitere Sachen. Das, die Atemmaske, der Medizinkit. Und hier geht es dann schon weiter mit der Bauphase 19. Juhu. Und so schaut es aus, was wir also zu brauchen. Und jetzt sind wir schon mal sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Und hier geht es dann noch weiter mit den weiteren Ausrüstungen und Bemalen und Vertiefungen. Oh weh, Bemalung. Oh weh, oh weh, oh weh. Okay, und hier dann noch eben dann die Montage des Ganges. Und dazu gleich später mehr. Ja, und hier noch ein Ausblick in die Ausgabe 20. Hier wird das so eine Glassicht, so ein Komponent für den Rumpf und den Rumpf und den Korridor und den Rumpf. Und hier wird diese Plastikeinschalung, wie auch schon bei Ausgabe 18. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt zum Bau über und bis gleich. Ja, jetzt kommen wir zu den Bauteilen von der Ausgabe 19. Und wir haben hier mal wieder einen Korridor zu machen. Und auch noch ein bisschen eine Auskleidung müssen wir auch noch bekleben. Und da haben wir jetzt schon mal das ganze Inhaltszeug. Folie kann man erstmal wegtun. Hier, das brauchen wir jetzt alles für das hier. Für dieses schöne Teil. Aber das machen wir erst später. Wir machen erstmal wieder das hier mit dem Rahmen. Und wir werden so machen wie Odessa James wieder. Ich denke mal, das hat ganz gut geklappt beim letzten Mal auch. Und das hier werden wir auch alles für das hier brauchen, wie es ausschaut. Ja, so schaut es aus. Und hier noch der Rahmen. Aber ich würde echt mal sagen, wir machen erst einmal die Tür wieder, damit wir hier dann gleich wieder dann weitermachen können, wenn das getrocknet ist. Ja, wir beginnen wieder. Ich mache da auf Schnelldurchlauf und bis gleich. We'll be right back.
So, das ist natürlich schon mal die nächste Türverkleidung. Ich habe es erstmal so ausgefranst gelassen, wie es Odessa James gesagt hat. Und jetzt lassen wir es erstmal auf der Seite liegen, denn es soll erstmal trocknen. In der Zwischenzeit machen wir dabei dieses Deck hier. Müssen wir da festschrauben mit diesen 8 Schrauben hier. Und das machen wir als erstes. Nummer 1. Ja, wo geht bloß diese Gang hin, hä? Und dann haben wir hier die nächste Schraube. Das klappt ja heute auch wieder wie am Schnürchen. Aber mir wollte es mal nicht verschreien. Denn ihr wisst ja, es kann schneller wieder was passieren, als wir Millennium-Feigen sagen können. So, so schaut's aus. Sehr cool. Und dann kamen auch hier schon die anderen beiden Verkleidung reinmachen. Festkleben werde ich es noch nicht. Da haben wir erstmal warten müssen, bis der Deckel kommt. So, und da war ich schon mal kurz auf Seite. Und wir werden jetzt mal um das schöne Teil uns kümmern. Und dazu werde ich mal kurz auch noch das Hälfte mit herlegen, damit ich auch genau weiß, was ich jetzt hier machen muss. Also legen Sie mal genau so hin. Und Bauteil 3 ist dann das hier. Und das wird dann hier oben festgebappt, so wie es ausschaut. Oder auch nicht. Das kann man so ganz gut so lassen. Okay. Nein, man soll es festkleben. Also kleben wir es auch fest. 1, 2, 3. So, das biegt schon mal. Dann haben wir Bauteil, nee, warte, Moment. Kleinteil 1. Schöner Spruch. Kleinteil 1 ist das hier. Das lösen wir jetzt mal davon ab. Tschupp und tschupp. Mal gleich mal hier mit dem Messer drüber gehen. Und das Bauteil 3 kommt da rein. Okay. Und die Löcher müssen vorne rausgehen. Das ist eigentlich mal sein soll, ne? Gut, dann haben wir Kleinteil Nummer 2. Kleinteil Nummer 2 ist welches? Das Rohr.
Und das Rohr. Ah ja. Geht von da nach da. Okay. Entschuldigung. Kleinteil Nummer 2 haben wir dran. Und dann noch Bauteil Nummer 3 ist das Teil hier. So, und das hier kommt dann hier drauf und mündet in dem hier. Okay, gut, 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 gut. So, schön. Auch dran. So. Jetzt geht es weiter mit dem Kleinteil Nummer 4. Kleinteil Nummer 4 ist das da. Das da. Und das kommt hier hin. Bicht A fest. So, Kleinteil Nummer 5. Ist der lange Kabel. So, und das hier geht anscheinend so, so und so. Okay, auch schön. So. Oder wir mal umblättern. Und jetzt kommt dann dieses Teil rein. Und wie ich mir gedacht habe, wahrscheinlich da oben rein. Ja, Rollinger Sepp. Und dann kleben wir es hier auch mal fest. So, auch cool. Und jetzt haben wir noch drei Kleinteile noch. Kleinteil Nummer 6. Das ist das da. Entschuldigung.
Da muss man ein bisschen abfallen, weil nämlich hier nämlich auch diese Stelle ist zum Kleben ist. Und irgendwann die kommt hier rein. Aber ich glaube, dazu brauche ich eine Pinzette. Dazu sind meine Finger, glaube ich, echt zu fett. So, das ist das. Kleine Nummer 6, also das, welches Ende auch oben gezeigt ist. So, und dann haben wir noch das Teil noch. So, und das hat hier festgemacht und an den kleinen, wo wir gerade hingeklebt haben, leck mir mal. Moment, da machen wir da ein bisschen mehr noch, damit es wirklich hält. Auch da ist eine Pinzette von Vorteil, denke ich mal. Okay. Gut. Und jetzt dann noch das letzte Stück. Und wo kommt das hin? Wir haben hier noch ein Teil. Okay, also das Teil gehört nicht zur Baugruppe dazu. Und muss aufgehoben werden. Und dann nehmen wir das mal auf. Gleich mal verwahren. So. Und damit ist eben dieses Bauteil beendet. Schaut echt cool aus. Jetzt muss man es noch lackieren, aber das mache ich jetzt noch nicht, da ich erstmal keine Farbe dafür habe. Und das kann man immer noch später auch noch nachträglich machen, wenn es soweit ist. Und bisher schaut es echt ganz cool aus. Ja, das war es schon mal von diesem Teil. Und jetzt schauen wir mal, wie weit unser Türrahmen hier ist. Und dann gehen wir nochmal kurz hier damit drüber. Halt, das brauchen wir. Und machen das auch noch gleich fein sauberlich. So, lang. Und ich muss wirklich sagen, es geht doch schneller als ich dachte mit den Dingen hier. Vor allem, man kann hier gleich mehr auf einmal nehmen, das ist echt cool. Mit dieser Methode, lieber Odessa. Aber trotzdem, irgendwie. Bin jetzt ganz überzeugt, noch nicht überzeugt. Aber ich denke mal, wenn ich noch 100 solche Türen machen muss, dann werde ich auf jeden Fall überzeugt sein, denn es ist echt eine Bobbelarbeit. So.
So. Und das war's mit diesem Türrahmen. Und den bringen wir auch gleich mal hier an. Chibibibi. So schaut's aus. Und das war jetzt die Ausgabe. Oh nein. Oh Gott. Oh, leck mir Arsch. Das war jetzt die Ausgabe 19. Und muss gestehen, war auch sehr angenehm, hat auch sehr viel Spaß wieder gemacht, denn hat alles wunderbar geklappt. Schauen wir mal, wie es mit Ausgabe 20 weitergeht. Denn der eine Arbeiter hat auch geschrieben, ja, entweder hält bis Ausgabe 20 durch und dann schmeißt es an die Wand und hört dann damit auf. Also ich hoffe jetzt nicht, dass bei Ausgabe 20 so, jetzt wieder so schwer wird. Sind wir mal gespannt und bis demnächst bei Bau den Millennium Falken. Tschüss mit Ö und Tschüss.